Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Train Simulator 2 Sonntagsfahrer Multiplayer Whatever Video. Lang ist es her, ich glaube über 9 Monate, wahrscheinlich sogar 12 gefühlt. Ich bin natürlich nicht alleine, der Lavan ist mit dabei, wir befinden uns ja auf der London Commuter. Ich fahre von, ich habe es vergessen, nach London Victoria. Da, Selhurst. Und Lava kommt mir entgegen, ich glaube mit dem Gatwick Express. Genau, ich komme dir mit dem Gatwick Express entgegen. Wir können ja gleich nochmal kurz erklären, was wir überhaupt mit unserem Multiplayer in großen Anführungszeichen, da habe ich auch schon so einige Kommentare gekriegt, dass das false advertising wäre. Aber es ist ja so ein simulierter Multiplayer. Aber erklären wir gleich nochmal, weil bestimmt einige von euch das Format nicht kennen, weil die letzten Folgen sind ein Jahr her davon. Ne? Jetzt würde ich sagen, bereiten wir erstmal. Der Zug schon eingefahren bei mir. Sehr gut, mein Zug ist schon soweit vorbereitet. Ich hätte vielleicht schon mal ein bisschen früher die Türen öffnen sollen, dass wir dann auch wirklich los können, aber passt noch. Beide heute mit britischen Sicherheitssystemen unterwegs. AWS and DSD. Wofür steht der AWS nochmal, weißt du das? Warning System. Automated Warning System, irgendwie sowas vielleicht? Ja, das könnte sein. Automated Warning System, das klingt logisch. Also DSD ist auf alle Fälle Driver Safety Device. Das habe ich auch noch. Aber AWS überlege ich mal, was das heißt. Aber Automated Warning System ergibt erstaunlich viel Sinn. Ich glaube, das könnte es sein. So, dann steigen wir mal. Not in Service, steigen wir mal ein. Nutzt du auch die IAA eigentlich an den Bahnhof, an der Station? Was für ein Ding? DRA? Ach so, nee, bisher noch nicht. Aber das könnte ich mir vielleicht auch mal eineignen. Türen entriegeln. Dann können wir los mit unserem Gatwick Express hier aus London Victoria raus. Übrigens keine Steichwerbung in mehr oder weniger eigener Sache. Dass eine Sonntagsfahrerfolge ist, wird die natürlich auch in der Verspätungstabelle mit auftauchen, weil es möglich ist. Das musst du mal wiederholen, das kam irgendwie nicht an. Wiederhol nochmal. Das wird auch alles, also die ultra fast. Okay. Da das ja auch eine normale Fahrt ist im Fahrplanmodus, wird das Ganze hier natürlich auch in der Verspätungstabelle jeweils auftauchen. Verspätungstabelle, ja. Das muss, seht ihr oftmals, also eigentlich habe ich dann immer den Kommentar von Seitenspinner angepinnt, wenn er die Verspätungstabelle reinpostet. Guckt da auch unbedingt mal rein und guckt auch mal auf seinem Kanal vorbei. Weil, wolltest du eine Verspätungstabelle für dich selber auch noch machen eigentlich? Die habe ich gemacht, die ist auch, oh Gott, auch schon erstellt. Genau. Hast du die schon veröffentlicht oder ist die noch, also liegen schon gepostet bei dir? Die habe ich auch schon im neuesten Video dann im Nachhinein gepostet, ja. Oh Moment, ach, wir haben jetzt ja... Wir sind bei 30. Warum wird er nicht schneller? Ach ja, weil ich noch nicht in der Spur bin, glaube ich. Ich bin verwirrt. Ich glaube, ich sollte nicht mit der Geschwindigkeitsaktivierung spielen, weil die nicht so funktioniert, wie ich es denke, dass sie funktioniert. Habe ich so ein Gefühl. Ach, ich wollte noch mal ganz kurz erklären, was überhaupt dieses Projekt ist und warum wir das Multiplayer nennen. Für alle, die das noch nicht kennen. Wir spielen entgegengesetzt gegenüber zwei Züge auf einer Strecke. Da man ja einen Fahrplan hat, kann man natürlich zwei Züge auswählen, die sich entgegenkommen. Und wir spielen zur selben Zeit und starten genau auf die Sekunde zur selben Zeit. Das heißt, wir werden einander entgegenkommen. Wir sind zwar eigentlich nicht offiziell in einem Server drin, aber da wir ja beide denselben Fahrplan haben in TSW, werden wir uns irgendwann begegnen und simulieren sozusagen so einen Multiplayer, weil es ja leider keinen gibt in TSW. Und das ist
dieses, deswegen nennen wir das so in Anführungszeichen Multiplayer. Ne? Habe ich es gut genau erklärt? Kann man verstehen? Ja. Ich glaube schon, ne? Also, so geil wie das Spiel ist, dass jedes Mal, auch wenn man das im Hauptmenü einstellt, jedes Mal irgendwelche Sachen nicht übernommen wurden. Okay, ich bin jetzt komplett an den Bahnhof vorbeigerauscht. Aber sowas von vorbeigerauscht. Ich muss jedes Mal wieder die verkackte Haltetafel wegmachen, weil das nun immer wieder da ist. Ja, das richtig ist irgendwie nervig. Apropos Haltetafel, ich schalte meine Mann auch mal weg. Weil ich ja nicht so häufig halte heute. Besser gesagt, ich halte einmal im Gatwick Express. Ich muss einfach mal auch die aktiviert. So, Tür wieder schließen. Und weiter geht die wilde Fahrt nach Norbury. Ich bin auch noch nie die Strecke hier gefahren. So, auch nochmal dazu sagen. Ich bin, glaube ich, Gatwick Express für mich selber schon öfter mal gefahren. Also im Gegensatz zu ETS 2, was wir hier voll drauf genommen haben, ist es echt sehr ruhig. Mhm. Also sehr, sehr ruhig. Man hört gefühlt gar nichts. Außer alles Ping. Irgendwie. Ein weiterer Gatwick Express kommt entgegen. Gerade ein bisschen am Ruckeln ist die Strecke natürlich auch immer, aber bei dem vielen Verkehr. Mir auch. Das ist, glaube ich, hat dann auch nicht mehr wirklich was mit der Hardware zu tun, sondern einfach mit dem ganzen KI-Verkehr. Ja, scheint mir auch so, weil. Also bei Dings, bei South Eastern High Speed ist es halt nicht so. Also war am Anfang ruckelig, bis ich dann das mal ein bisschen geändert habe, aber. War nicht gar nicht wahr. Es war bei. Dann muss ich 21 so, aber. Ich bremse, scheiße, das sehe ich jetzt schon. Nicht so schnell? Nee, noch nicht. Ah ja, es passt vielleicht sogar noch. Jetzt wollen wir mal gucken, wann wir uns begegnen. Das ist ja immer das Ziel. Wir versuchen zum Thema, das passt noch. Wir versuchen uns möglichst genau dann zu begegnen, wenn wir uns in Realität sozusagen auch begegnen. Versuche uns möglichst dann zu begegnen, wenn wir uns im Spiel rein theoretisch begegnen würden. Und wir versuchen uns dann immer gegenseitig zu spotten. Also das heißt, ich versuche mal zu gucken, wo der sein kann. Ich habe natürlich wesentlich mehr Sausern-Züge, die mir entgegenkommen könnten, die sozusagen der Seitenspinner sein könnte. Ich glaube, der Seitenspinner würde mich eher spotten, als Gatwick Express, der daran vorbeirauscht. In Gegenrichtung. Ja, eventuell. Ich bin mal gespannt. Weil ich fahre ja nicht so die ganze Weitstrecke, wie du auch fährst, aber. Ja, aber du hältst ja dauernd das. Also deswegen sage ich ja, könnte sein, dass wir uns bald schon sehen. Wenn ich hier voll durchdonnere. Gleich mit 70. Möglich. Ich stehe jetzt gerade ein bisschen länger in Notbury, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Na gut, kenne ich die Station jetzt auch nicht. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie oft ein Gatwick Express fährt, aber. Einer von denen werde ich sein. Hier kommt doch rechts jetzt ein Xausan, das ist so cool mit dem Verkehr. Türen verriegeln. Also ich rausche hier gerade durch so einen Bahnhof, wo relativ viele mit Häuser in der Nähe sind. Mit diesen typisch britischen Dächern. Wenn das was sagt. Jetzt fahre ich in eine Kurve. Ich glaube, das müsste hier an diesem Betriebswerk sein, wo ich gerade bin. Oder? An so einem kleinen Betriebswerk. Ich fahre jetzt gerade in der Rechtskurve. Also wenn man sozusagen die Strecke verfolgt, geht so ein Stück, wenn man will, gerade, sieht es gerade aus und dann geht es wieder nach unten. Und da ist so diese erste Rechtskurve. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie beschreiben kann, wo ich bin. Ich kann ja mal sagen, ich habe noch 20 Meilen bis Gatwick. Das sagt der auch nichts. Nee. Das sagt mir tatsächlich nichts. Ich kann dir nur sagen, ich bin ungefähr 13 Minuten entfernt von London Victoria.
eigentlich dort ankommen soll. Stimmt, wir haben schon 13. Krass, dass wir schon 13 Minuten aufnehmen. Aber ich habe ja stimmt, ich habe vorher auch ein bisschen schon aufgenommen. Also wir nehmen noch keine 13 Minuten auf. Nee, das 10. War doch, weil ich vorher schon gestartet habe, die Aufnahme. Wie bitte? 10. Da steht jetzt einer hier, stehst du gerade in der Kurve? Nee, ne? Ach nee, der steht doch vor einem roten Signal, der Kollege. Also ich würde auch vermuten, wir würden uns wahrscheinlich am ehesten erst so gegen Viertel nachsehen. Da kommt ein Gatwick Express mir entgegen. Das könnte ich sogar schon sein. In Stratton. Weißt du, wie oft stehst du? Du stehst gerade in der Bahnhof vielleicht? Ich stehe jetzt gerade in einem Bahnhof. Gegenüberliegenden Gleis vorbei? Ja. Dann sind wir das, ich sehe dich auch gerade. Das okay. Ist der Seitenspinner vermutlich. Das ist so ein... Also ist, rechts waren so Gärten und links sind auch noch so Häuser eingerahmt. Also Gärten habe ich hier glaube ich nicht, sondern nur eine Wumbo-Siedlung. Ein Stückchen hinter dir, wenn du sozusagen zurückkommst, waren Gärten. Möglich. Bei den Häusern. Also ich vermute, wir haben uns gerade gesehen. Weil das hat gerade gepasst, du hast gerade in den Bahnhof eingefahren, da stand bei mir schon ein Zug. Du wirst ein paar Sekunden Verspätung haben. Ich bin gegenüberliegende also Bahnsteig ist ein Gatwick Express durchgerauscht. Ich bin überpünktlich. Als ob ich zu spät bin. Ich bin überpünktlich. Hallo, ich bitte dich. Als wären wir jemals zu spät gekommen. In diesem Spiel. Obwohl du wahrscheinlich noch besser als ich. Aber du, ich muss ja sagen, die 465, die du da gefahren bist, die bist gar nicht schlecht gefahren. Also. Die Folge, die ich da gesehen hatte, die noch die alte Folge. Ja. Die noch von früher da war. In der neuen nicht mehr so ganz. Da bin ich mal gespannt. Ja gut, da bist du auch außer Übung, ne? Jetzt auch nicht. Ich bin echt nicht aus Übung. So, es geht der Sonne entgegen. Ich hoffe, wir haben dieselbe Jahreszeit eingestellt, aber ich habe einfach ich Januar einfach gelassen. Ja, dann wird es auch Januar klar sein. Denke ich auch. So, nächster Halt Belham in 1,8 Meilen. Ich habe hier auch so eine niedrig stehende Sonne gerade noch, das ist ziemlich cool. So, 70 können wir so ein bisschen schneller noch. Ich darf auch gar nicht mehr so schnell fahren, nur noch 45 Miles per Hour. Ist ja ein bisschen langsam. Ich knall ja die ganze Zeit mit 70 durch. Jetzt darf ich auch wieder 60 fahren. Weil da muss ich erstmal raufkommen. Gelbes Signal, grünes Signal. Boah, ist die Class 377 vorruhig. Gar nicht mal so ruhig in Erinnerung. Ja, meine ist aber auch ruhig. Moment, ist deine auch eine. Nee, meine ist doch eine andere Baureihe. Also die Gatwick sieht zwar genau gleich aus, aber es ist noch eine andere Baureihe als der Southern-Zug, der dabei ist. Ich glaube, das sind zwei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es zwei verschiedene sind. Oh. Ja, warum haue ich denn eine Notbremse rein? Bin ich doof oder doof? Habe ich jetzt echt eine Notbremse reingehauen und hau bis zum Stillstand? Aber ich hatte eh ein gelbes Signal vor mir. Ja gut, das war interessant. Jetzt habe ich gerade eine Notbremsung gemacht. Aber wie gesagt, ich habe eh ein gelbes Signal vor mir. Vielleicht wäre ich irgendwo aufgefahren. Eventuell. Ich weiß ja nicht, wie die Strecke so kommt. Gedingst ist. Du warst das? Was? Du weißt nicht, was die Strecke was ist? Wie die konzeptioniert ist, so von den Abständen her. Wie das in Realität ist. Das ist mega knapp. Du hast andauernd rot. Wenn du hier eine Fahrt mit einem Sausern machst und keine rote Signale hast, ist das eigentlich mega die Ausnahme. Weil du hast dauernd irgendwie rote Signale vor dir und so. Ist total cool. Also wenn du ein bisschen im Fahrplan bist, wenn du ein bisschen dahinter bist, dann meistens sind die schon weg. Aber sonst hängst du da halt immer hinter. Und ich habe es wieder. Gelbes Signal jetzt wieder. Also vor mir ist ein Zug. Das ist ziemlich cool ist. Also gelbe Signale habe ich auch häufig, aber... Ja, das ist vor dir halt ein Zug. Ja auch. Die fahren halt wirklich im Blockabstand, weil da so viele Fahrten drauf sind. Ich bin aber auch ziemlich früh. Also ich bin erst so wieder 2 Minuten vorher beim Bahnsteig. Ja, cool. Dadurch kann man halt auch wirklich... Ich glaube, dieser Halt ist ein guter Halt. Ich fahre jetzt hier durch. Ich hab's zu früh gesagt, ich hab's gejinxt. Ich glaube, das war
Das müsste jetzt East Croydon ja sein, oder? Oh, schon wieder. Alter, ich rutsche immer in diese blöde Notbremse rein. Das gibt's doch gar nicht. Ich hasse Züge, die nicht die dauernd in Notbremse reinrutschen. So. Vor allem, die löst sich dann auch nicht mehr. Jetzt stehe ich hier. Ich wollte nicht in East Croydon halten eigentlich. Müsste East Croydon hier sein, oder? Bin ich jetzt doof. Doch, müsste. War das hier? Ist das. Ich will gerade den Bahnhofsnamen hier mal wissen. Das ist doch das mit. Warst du an dieser Station mit den Hochhäusern? Warst du da überhaupt? Hochhäuser? Eventuell bin ich da gerade, aber ich sehe keine so Hochhäuser nicht wirklich, nee. So richtig hohe Hochhäuser, also das müsste ja. Nee. Würdest du eindeutig erkennen. Ich bin echt gut gehalten. Null Yards vor dem vom nächsten Signal, obwohl ich eigentlich ungefähr 5 Meter drüber bin. Das habe ich gut. Sehr gut, ich darf gleich sogar 90. Dann wollen wir den mal ausfahren hier. Achso, das ist das kann ich in letzter Zeit sehr gut. So ganz knapp vor roten Signalen halten. Puh, aber so richtig knapp. Ja. Oder halt auf Prellbürger drauffahren, das kann in letzter Zeit auch gut. Schon, aber hab ich gesehen, ja, gesehen gehabt. Und noch kommentiert, glaube ich. Von wegen. Oder? Nee, das war im Livestream. Da habe ich das auch gebracht. Ganz, ganz knapp. So, ich fahre noch über Wentworth, Clapham, Junction, Battersea und dann bin ich bei Northern Victoria. Ja, ich glaube, du warst das relativ früh am Anfang, weil da sind so viele Stationen, wo du bist der richtige Stopper, glaube ich, der an jeder Station hält. Ja, und weil ich halt so früh bin, halte ich auch lange. Also, ich stehe dann nochmal so anderthalb Minuten, zwei. Oh, ich darf weiter. So. Dürfen wir 90 jetzt? 90. Drück ihn, gib ihm. Hol alles raus, Gatwick Express. Oh, 900 Yards. Ja, das ist echt ein ordentlicher Stopper. Die Videos von dem jeweils anderen sind auch vermutlich zumindest unten in der Beschreibung oder oben übers i mache ich eigentlich auch immer. Machst du, glaube ich, auch immer, ne? Bei mir sowohl als auch, ja. Oben übers i verlinkt. Meistens sogar nochmal abspannen. Könnte eigentlich nicht verfehlen. Wenn ihr die andere Sicht sozusagen der Fahrt sehen wollt. Ping. Guck mal, nochmal eine Class 377 vor entgegen. Ich muss bremsen, hallo, war nur ein kurzer Halbfahrt, war nur ein kurzer Halbfahrt vor allem. Also ich kann mich erinnern, dass ich immer mal gesagt habe, dass die Class 3774 ziemlich gut bremst. Aber ich muss da scheinbar wieder reinkommen. Ich habe 13 Meilen und 14 Minuten noch. Ja, ich habe auch noch 14 Minuten und ja, schwer zu sagen Meilen. Ich habe aber wieder gelbe Signale vor mir, das heißt, da fährt wieder einer. Hoffentlich beschleunigt er auch auf 90. Ich bin mal gespannt, was vor mir fährt eigentlich. Ist das vielleicht so ein einer von Southeastern, der da umgeleitet wird? Oder eine 313 aus dem Depot? Irgendwas auf jeden Fall. Irgendwas wird es wohl sein. Ja. Ich muss weiter. Wieder gelb. Aber wir fahren halt genau hintereinander. Also er fährt auch 90, war auch 90. So, wie ein gelbes Signal. Aber vom Signalabstand her ist es echt sehr, sehr nah. Und von außen gucken. Also immer ist das schön. Jetzt die Sonne, die hier so komisch reinblendet? Ich glaube ja, ne? Die hier so unrealistisch reinblendet, ja. Wird wahrscheinlich die Sonne sein. Oder? Ja.
Ja, die ist die Sonne, die durch den Zug durch das Blech durchscheint. Was schafft er eigentlich höchstens hier, der Kollege? 110 darf er höchstens. Also da bin ich noch weit entfernt mit meinen 90, die ich fahren darf. Ich war mir halt nicht sicher, ob der überhaupt so schnell darf. Aber doch, der ist ja eigentlich schon. Die sind ja schon schnell, die Elektrostars. Für einen eher nahverkehrsmäßigen Triebwagen. Zehnmal noch bis Gatwick. Das ist halt wieder mal. Das mag ich aber auch sehr gerne an diesem Sonntagsfahrformat, dass wir uns meistens Fahrten wählen, wo der eine irgendwie ganz halt anhält und der andere so durchfährt. Ne? Ja. Dass es dann immer so schöne Abwechslung hat. Auch nicht immer, aber häufiger hatten wir das auf jeden Fall schon. Vor allem in den alten Videos. Aber wir haben ja einige Sonntags, also da könnt ihr euch in die Playlist mal rein. Wühlen und mal gucken, was da alles noch so gibt an den ganzen Sonntagsfahrerfahrten, die wir schon gemacht haben. Also wir haben einige gemacht. Wir haben das ja auch mal im alten Bussimulator teilweise noch gemacht, ne? Haben wir noch ein Spiel mal gemacht? Nee, ich glaube nur den alten Bussimulator und TSW, ne? Ja. Und jetzt ETS. Die letzten zwei Wochen sollte ja jetzt ETS gekommen sein. Ja. Ich muss schon sagen, ich finde es echt geil, dass man halt auch so in die ganzen Bahnhöfe so gezielt langsam einfahren muss. Mhm. Dadurch wirkt es halt auch nochmal umso realistischer. Ich könnte doch jetzt auch prinzipiell. Okay. Nee. Das ist ein langer Tunnel, wo ich gerade drin bin. Ich kann nicht mehr so in Erinnerung, dass er so lang war. Prinzipiell war das richtige Stichwort. So. 10 Minuten noch bis Gatwick. Mensch, das ist aber ordentliche Wartezeit hier. Also die Wartezeit ist ja auch schon echt krass teilweise. Mhm. Vor allem man bummelt sich dann da so rein und muss dann trotzdem nochmal eine Minute, zwei Minuten warten, bis die Passagiere eingestiegen sind. Aber schon nice. So. Gleich 80. Wie ist halt das am Battersea Park? Ja, das ist ja direkt, du bist ja jetzt direkt verloren. Battersea Park ist der letzte Station. Das ist ja dieses Kraftwerk. Da direkt nebenan. Das Battersea Plant. Battersea Power Plant. Warum bremse ich jetzt schon auf 80? Wir haben doch erst 1 Kilometer. Ich kann es ja nicht sagen. Vielleicht doof. Beschleunigen. Ich habe, glaube ich, auch ein bisschen Verspätung drin, denke ich. Also ich auf jeden Fall nicht. Das steht schon mal fest. Ich habe das Gegenteil von Verspätung. Vielleicht zu Beginn hatte ich ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich Verspätung hatte. Werdet ihr dann ja in der Dings sehen, in der Verspätungstabelle. Ich glaube, du hast auch einen besseren Durchschnitt meistens. Das ist ja auch immer interessant, wenn wir unsere Verspätungstabellen mal vergleichen. Wer wo auf welcher Strecke den besseren Durchschnitt hat. Ja. Ich muss mit mir nur erstmal mich hinterher arbeiten. Also, da steht noch einiges offen, was ich noch, noch überprüfen muss. Ich bin bisher nur bis zum South Eastern High Speed gekommen. Oh, jetzt geht's auch nicht mehr auf. Aber einfach mal zumindest so schnell, dass wir das Tempo auch halten. Ach, wir müssen ja eh gleich halten. 4,7 habe ich noch bis Gatwick. Das könnte man aber schaffen, oder? Dass ich pünktlich bin.
Ist halt schon ziemlich langer Zug, ne? 4 Teile, glaube ich, fahre ich hier. Schon ein fetter langer Zug. Und du siehst ja dann, wenn du in London Victoria drauf kommst, muss man auf den Verkehr achten. Rechts fahren dann noch die Southeastern-Züge alle entlang, ne? Auf der rechten Seite. Also in London Victoria reinkommen macht so Spaß, weil du nur noch Züge hast. Also da fahren immer Züge raus und rein. Werde ich den ja gleich sehen. Ah, war besser gehalten hier in Borussia Park, aber nicht perfekt. 490, okay. So. 3,3 Meilen bis Gatwick. Aber die Wartezeit ist Bei echt mir ist heftig, gerade ne? super entspannt die ganze Zeit. Ich mache Ja, bei ja nichts mir. viel. Also ich gebe einfach nur ein bisschen Gas ab und zu, wieder bremst wieder ein bisschen rein. Jetzt kommen wieder gelbe Signale, aber das könnte auch schon das erste gelbe Signal von. Ach nee, ist noch der Zug vor uns. Was wolltest du sagen? Bei mir gefühlt aber auch, also ich stehe gefühlt die halbe Zeit. Das ist auch schon recht entspannt. So, gelbes Signal wieder voraus. Ach nee, das war gar nicht gelbes Signal voraus, das war DSD. Und eine Meile bis London, Victoria. Ich habe 1,3 bis Gatwick. Ja, passt ja. Passt echt wie die Ah, Faust wir aufs haben Auge. 30. Dann kann man ein bisschen fahren, bis wir die 30 kommen. Also, falls irgendjemand weiß, wie das hier mit der Geschwindigkeitseinstellung und dementsprechend der Aktivierung der Geschwindigkeitseinstellung so funktioniert bei der Class 374, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Weil irgendwie funktioniert es zumindest nicht so, wie ich es mir denke, und ich bin mir unsicher, ob man das im Handbuch sieht. So, da ist Gatwick Airport. Und dann wollen wir da mal entspannt halten. Ja, aber super pünktlich. Alter, warum bin ich denn so überpünktlich? Ich soll um 29 da sein. Es ist 25:30. Und krasser Verkehr hier. Ja, da muss man rechts auch auf die Seite gucken und so. Das ist richtig krass mit dem Verkehr. Ah, da sehe ich jetzt noch gerade nichts. Aber ich muss auch aufpassen. Okay, jetzt bringe ich mir aufpassen. Schön auf. Willkommen im Gatwick Airport. Oder am Gatwick Airport. Sehen wir ein Flugzeug? Ja, bestimmt. Ja, da kommt gerade eins. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Oh, ist ja ein Kopf, hier Dingsgleis Bahnhof. Ja, ist ein Kopfbahnhof. Kopf Dingsgleis Bahnhof läuft. Wie fast alle Londoner Bahnhöfe, die großen Kopfbahnhöfe sind. So, ich bin durch. Ich krieg eine Goldmedaille. Ich habe 3 Minuten noch zum Halten, also. Goldmedaille. 4.320 Punkte. Ich weiß nicht, was man höchstens. Wahrscheinlich 3,5 höchstens bekommen. Oh, weiß ich gar nicht. Na, das ist auch mal eine super. Ziel erfüllt, 500 Punkte, läuft. Türen entriegeln. Aber ich glaube, Also dass. 500 Punkte beim Halten habe ich auch gekriegt. Ich glaube, ich. Wie viel habe ich. Haltegenauigkeit steht bei Gatwick. Warum steht denn bei Gatwick keine Haltegenauigkeit? Ich habe 2 Yards dran gebremst. Das sieht man aber in der Folge. Naja, keine Ahnung. Keiner drin.
So, Passagiere zur Hälfte eingestiegen. Ich bin schon wieder auf meinem falschen Profil unterwegs. Auf dem Jan-Profil, wo ich gerade mal so Level 167 habe. Ist ja nicht hoch oder so. Ja, ich bin jetzt nicht bei 100 mehr, sondern bei Level, werden wir gleich sehen. Zeitpunkt. Ja, stimmt, du hast ja, also dein ganzer Fortschritt ist ja weg gewesen, ne? Genau, ich bin jetzt aber überhin Level 6. Achievement Unlock LBN Gone Surfing. Aha. 9000 Punkte gab es dafür. Was war die beste Haltegenauigkeit? Einfach mal aus Spaß gucken. London Victoria, gar nicht verfügbar. Läuft. Ja, bei mir auch Gatwick. Aber dabei wäre es der beste Halt gewesen. Aber der wirklich beste Halt. Schiebung. Was war denn sonst der beste Schiebung. Halt? Sonst war der beste Halt 6,15 Yards. Der schlimmste war in Thornton mit 97 Yards. Ja, kommt vor. Schön dran vorbei. Oder hast du früh gehalten? Nee, ist schön dran vorbei. Da war ich noch nicht wieder auf das Bremsverhalten eingestimmt. Was ich immer noch nicht bin, aber das haben wir hingestellt. Ja, dann würde ich sagen, hoffentlich hat es euch gefallen. Genau. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge Sonntagsfahrer wieder oder in einer der anderen Videos. Schaut auch mal beim Seidenspinner vorbei. Gibt es auch sehr viel TSW. Ja. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.